Das schmeckt so ein bisschen wie Kompost riecht. Ich hätte erstens nicht damit gerechnet. Freestyle ist ja eher so mein Ding, kommentieren viele Leute und dann wird das ja auch jeden angezeigt. Herzlich willkommen heute zu einer weiteren Folge Cocktail mit. Wir haben hier jemand ganz Besonderes wieder mit am Start. Marie, willkommen bei Cocktail mit. Schön, Hi. Dass du da bist. Wie geht's dir? Sehr gut. Und selbst? Ganz gut. Ich freue mich, dass du da bist. Du hast uns hier einen schönen Cocktail vorbereitet, aber bevor es losgeht, in alter Cocktail mit Manier, gibt es natürlich für dich auch unsere wunderbare Schürze. Ja. Darf ich dir die umlegen? Ja. Schön. Mega. Zu deinen Zutaten hier, was hast du denn uns mitgebracht? Also einmal Premium-Orangensaft. Sehr Stimmt, lecker. Ich stehe sogar drauf. Premium. Ja, ne? Toll. Ganz wichtig. Dann einmal noch Premium-Ananassaft. Auch wichtig. Dann haben wir hier Granatapfel, Grenadine-Sirup. Ja, für die Farbe wahrscheinlich. Ja, aber auch für den Geschmack. Dann für die Säure noch etwas Zitronensaft. Mhm. Und dann noch für die Verfeinerung, weil ich sehr Zimt liebe, noch etwas Zimt. Ah ja. Und ganz wichtig, bei jedem Cocktail darf natürlich Eis nicht fehlen. Für alle, die Marie nicht kennen, Marie, erzähl mal, was machst du denn eigentlich? Was ist so dein Hauptsteckenpferd? Also ich bin Marie, bin 19 und studiere im ersten Semester Medienmanagement. Ja, und in meiner Freizeit koche ich, backe sehr gerne, mache schon seit meinem 6. Lebensjahr Sport, Leichtathletik und jetzt auch seit 3 Jahren intensiv Kraftsport. Also ich gehe ins Gym sehr gerne, 4-mal die Woche. Also so meine Leidenschaft und deswegen habe ich auf Social Media auch ein Format gestartet, Maries Studentenküche, Low-Budget-Rezepte, die auch super schnell gehen, weil als Student muss man auch ein bisschen aufs Geld achten und Klar. deshalb will ich auch Rezepte zeigen, die wenig kosten, aber auch schnell gehen. Wir können uns ja mal einen kleinen Ausschnitt davon angucken. So ziehst du deine Diät über einen längeren Zeitraum durch. Hast du auch Schmerzen beim Kreuzheben? Dann kannst du durch die Kombination dieser Übungen Kreuzheben ersetzen. Hello, ich nehme dich heute mit an einem Wettkampftag. Ja, nice. Klingt doch übelst gut. Ich würde sagen, wir fangen an, aber bevor es losgeht. Ja, Ayla, was ist denn die erste Challenge? Also für euren Cocktail braucht ihr 300 ml Orangensaft. Deswegen besteht eure erste Challenge darin, diese 300 ml in ein Glas abzuschätzen. Was könnt ihr dann mit der Waage überprüfen? Ich würde dir einfach mal hier zwei Gläser entlocken. Schau. Wir können das auch so getrennt machen, nicht nur, dass man das sieht. Guck mal. Ja, das ist eine gute Idee. Ich stelle das dann dahinter. Richtig. 300 ml. Hm? Ja, doch. Könnte sein. Könnte sein. Aber dann müssen wir ja das Gewicht des Glases noch abziehen. Richtig, deswegen haben wir ja hier ganz professionell, wie wir sind, noch extra leere Gläser. Und da können wir die jetzt hier oben dran machen. Denn das Glas an sich wiegt nämlich 420 Gramm. Jetzt werden sich meine ganzen Gartenfreunde auch freuen. Guck mal, ich fange mal an mit meinem Vermessen. 240 Gramm. So, jetzt so. Oh. 165. Naja, knappe Kiste. Gut, okay. Wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt brauchen wir noch 100 ml Ananassaft. Da wird das Glas aber ein bisschen knapp werden. Ja, naja, dann gebt man das hier mal dem Team. Also ich würde vorschlagen, wir teilen den Orangensaft jetzt auf und machen das jetzt so ein bisschen Improvisation. Willst du das machen oder soll ich das machen? Freestyle ist ja eher so mein Ding. Ja, pass mal, mach das mal hier über der Spüle. Das geht schon. Jetzt noch 100 ml Ananassaft theoretisch, aber da wir jetzt ein bisschen weniger Orangensaft haben. Können wir da ein bisschen mehr Ananas. Was ist denn so deine Lieblingsfrucht? Gerade so in der Herbstzeit mag ich Kaki sehr gerne. Kaki? Ist ja. so klebrig und so braun und Nein, die ist fester, also Persimone wird das auch genannt. Ich finde das richtig gut mit Zimt. Persimone mit Zimt. Ja, ist top. Jetzt kommt einmal der wunderbare Grenadine-Sirup. Ja. 80 ml. Schätzen wir jetzt auch ungefähr. Ich finde, das ergibt schon eine richtig nice Farbe. Ja, Sirup beste. Ja. Wenn man Wasser mit Geschmack verleihen will. Oder Kaffee. Ich mache super gerne Vanillesirup Grenadine. Oder so. Ach so. Vanillesirup in den Kaffee. So, dann für die Säure noch etwas Zitronensaft. Mhm. So. Und jetzt noch ein bisschen Zimt oben drauf. Jetzt kommt das. Na, oh, dann probieren wir mal den Zimt. Probieren wir mal. Schauen wir mal, was das wird hier. An der Stelle, was sagst du eigentlich zu der Schürze? Gefällt dir die? Die ist top. Finde ich mega gut. Farbe geil. Logo geil. Und das Geile ist, ihr könnt die da draußen gewinnen, denn wir haben ein Gewinnspiel
was wir quasi hier mit den Schürzen veranstalten. Ihr könnt ihr dann auch alle signieren. Und das Gewinnspiel lautet wie folgt. Wenn ihr hier die Folgen guckt, in jeder Folge wird hier irgendwo ein Buchstabe eingeblendet. Und wenn ihr diese Buchstaben aneinander reiht, insgesamt gibt es halt 10 Folgen, dann kommt da ein Lösungswort raus. Und das schickt ihr mir dann einfach auf Instagram, @officialpalle. Und alle, die mir das dann schicken, bekommen dann so eine Schürze. Beziehungsweise wird dann eine Schürze an diejenigen verlost. Nice. So. Wie viel, Tim? Nach Gefühl. Jetzt, was den Cocktail noch abrundet, ist natürlich Eis. Ganz wichtig. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, erst das Reis reinzumachen? Nein. Und dann den Zimt? Okay. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Das vermischt sich dann noch so mit den Eiswürfeln. Ja, ja, ja. Das wären dann so Eis-Zimt-Würfel. Genau. Geil. Geil, ne? Perfekt. Okay. Ich würde vorschlagen, vielleicht, wir rühren das nochmal um, damit sich der Grenadinesirup auch gut mit den restlichen Zutaten vermischt. Richtig. Wollen wir noch ein bisschen mehr Grenadinesirup reinmachen? Ja, oder? Für die Farbe. Aber bevor wir das reinmachen, gibt es erstmal noch eine zweite Challenge, gell? Also für eure zweite Challenge müsst ihr wieder Getränke erschmecken. Das bedeutet, ihr bekommt jetzt gleich die Augen verbunden. Und dann bekommt jeder von euch zwei Getränke und ihr müsst erschmecken, was da drin ist. So, ihr seht, wir sehen nichts mehr. Und jetzt geht's los mit der Challenge. Haben wir hier schon irgendwas stehen? Das hier? Das hier, das hier. Okay, alles klar. Sollen wir jetzt hier irgendwas erschmecken? Soll ich jetzt mal probieren? Warte, anstoßen. Stößchen. Ich weiß es. Was denkst du, was ist das? Oh, ganz schwierig. Auf jeden Fall was Sprudeliges. Ja. Ist auf jeden Fall süß und schön fruchtig und sprudelig. Ich würde fast sagen Ginger Ale, aber das geht nicht so in die süße Ingwer-Richtung. So, ja. Ich würde sagen Himbeerlimonade. Ist das richtig? Ja, stimmt, jetzt wo du sagst. Ist nicht richtig. Nicht richtig? Ist nicht richtig. Ah, Waldmeister. Ja, es ist Waldmeister. Ah. Ja, das toll. Sehr gut. Aber schmeckt gut. Ach so. Okay, nächstes. Stoß. Oh, das riecht schon ekelhaft. Apfelsaft? Irgendein Saft. Hä? Das schmeckt so ein bisschen wie Kompost riecht. Ich würde sagen Apfelsaft. Apfelsaft? Hm? Nein. Naturtrüb Apfelsaft. Weil das schmeckt immer so, wie du es schon sagst, so kompostmäßig. Okay, dann nehmen wir kompostierten Apfelsaft. Nee, es ist Granatapfelsaft. Guck mal, ist ja fast wie Apfel. Ja, also den Saft haben wir schon mal erraten. So, na das war ja wunderbar. Haben wir uns so semi gut geschlagen. Jetzt kommen wir gleich schon zum Interview. Aber bevor wir das machen, gibt es jetzt erstmal noch die. Die erste Frage ist, was nimmst du dir vor, machst es dann aber nicht? Ich muss sagen, tatsächlich dieses Jahr mit Sport geht es aktuell gut klar. Also da kannst du schon stolz auf mich sein, dass das gut klappt. Stark. Ich glaube, wenn ich mir was vornehme, dann ist es mehr zu schlafen. Und das klappt aber meistens nicht. Ja, vielleicht, wenn ich jetzt zu viel auf der To-Do-Liste habe, dass ich dann mal sage, ich habe mir das und das vorgenommen. Ja. Und schaff's dann aber doch nicht, weil was anderes dann vorgeht. Wo würdest du gerne mal hinreisen? Ja, also ich würde mal super gerne nach Amerika. Ah, ja. Entweder Los Angeles, New York, bin ich super angetan. Gerade weil ich auch so Gossip Girl Fan bin und da auf jeden Fall mal hin möchte, mir das anschauen will, wo das gedreht wurde. Und ja, einfach diese Vibes, die sind da immer richtig. Ich weiß nicht, wenn man da ist, denke ich, dann fühlt man es richtig. Wo ich gerne mal hin würde, sind die Malediven. Ja. Stimmt, ja, klingt auch. Weil, gut. Weiß nicht, so ein bisschen tropisch ist halt was man gar nicht hier hat. Ja. So, was jetzt wird, ist unser Interview und deswegen würde ich sagen, wir setzen uns mal kurz hin und dann verkosten wir hier auch unseren Cocktail. Gut. So, hervorragend. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das schmeckt. Aber wir haben es gerade schon gesagt, wir müssen da noch ein bisschen mehr Farbe reinbringen. Deswegen, guck hier, gibt es noch Grenadine. Wie viel willst du? Stopp. Ja, perfekt. Nicht zu viel. Genau. Bei mir kann da ruhig mehr rein. Ich mag es gern. So, dann nice. Probieren wir es mal. Auf dich. Auf dich. Du hast ja auch sehr viel Reichweite, haben wir ja gerade schon gesagt. Da würde es mich mal interessieren, gibt es da so Sachen, die du quasi teilweise ein bisschen lustig findest oder ein bisschen anstrengend, wenn du Fans hast?
Ist gar nicht so lange her gewesen, da war ich im Club in Leipzig, in Elzerartig. Das ist mit so der bekannteste Club eigentlich in Leipzig. Und da war es jetzt jedes Mal so, dass mich eine oder einer angesprochen hat im Club, ob wir denn ein Foto machen durften. Also ich weiß nicht, ich hätte erstens nicht damit gerechnet. Zweitens fand ich das schon ein bisschen witzig, so im Club beim Feiern irgendwie, weil da ist auch alles dunkel, also dass man mich da erkennt. Weiß nicht, Wahrscheinlichkeit. Ja, aber ich fand's schon witzig und cool. Und dann einmal mit Blitz da so ein Foto zu machen in der Menge, hatte schon was, ja. Und sonst wird man ein paar Mal auf der Straße angesprochen, aber jetzt nicht so häufig, dass man denkt, jedes Mal, ich kann nicht mehr rausgehen, so gefühlt, ja. Aber ja. Ich bin jetzt mal durch dein Feed so ein bisschen durchgescrollt. Und es ist zwar schon ein bisschen her, aber du hattest auch mal ganz viele Videos gemacht, wo du quasi Tipps gegeben hast und so ein bisschen entertained hast. Wie kam es jetzt dazu, dass du quasi jetzt auf diese Fitnessschiene gegangen bist? Ja, also ich habe gemerkt, das habe ich ja hauptsächlich auf TikTok gepostet, so Beziehungstipps oder wie kann man eine Freundin bekommen oder sowas. Das habe ich damals aus Spaß gemacht. Die ganzen Tipps standen im Internet bzw. in der Zeitung. Und TikTok bzw. damals Musical.ly ist ja auch eine Unterhaltungs-App. Und ich dachte mir, ja, das könnte gut ankommen. Ein Video gepostet, 1 Million Views und so, was geht da ab? Nicht schlecht. Ja, weil halt die Leute darunter diskutiert haben. Wenn man Diskussionsbedarf hat, so dann kommentieren viele Leute und dann wird das ja auch jedem angezeigt. Und ich habe mich dann aber mehr mit Sport und Ernährung auseinandergesetzt. Vor zwei Jahren ging das so los. Und dann habe ich halt gemerkt, das macht mir mehr Spaß, das interessiert mich mehr. Und das, ich wollte oder habe mir halt immer gesagt, ich will mich nicht verstellen, ich will authentisch bleiben und werde halt immer das machen, was mir Spaß macht. Und deshalb habe ich so ein bisschen mein Feed oder mein Thema geändert in der Richtung hin und bin auch sehr zufrieden, dass ich das jetzt so gemacht habe und durchgezogen habe. Und letztes Jahr habe ich dann ja auch mit einem Online-Coaching gestartet, was auch gut läuft und ja, bin mega happy mit der Entscheidung. Du studierst ja auch hier in Mittweida, wo wir das Ganze drehen. Wie kam es denn dazu, dass du jetzt sagst, okay, du willst jetzt Medienmanagement studieren? War das wirklich dieser Punkt, du hast Online-Videos gemacht und willst das quasi das Business hinter diesen Videos verstehen? Oder wie? Genau, also so ähnlich war das. Ich war zum Tag auf den Hochschultüren hier. Ich fand das einfach geil, was sie für eine technische Ausrüstung haben, was man hier alles Geiles machen kann. Und weil es auch natürlich nah an Leipzig ist, relativ nah. Ja. Und dachte mir, ja, so die Praxiserfahrung zu sammeln, das ist ja immer gut. Und ja, einfach, ich wollte halt wissen, auch nicht nur, wie es ist, vor der Kamera zu stehen, vielleicht auch wie es dahinter ist oder wie generell man so ein Konzept entwickelt oder worauf man alles achten muss. Also es ist ja Wahnsinn, wie viele Leute hier am Set sind. Klar. So ist schon verrückt, jedes Mal zu sehen. Ja, genau, das hat mich dann am meisten gecatcht, wo ich gesagt habe, jetzt gehe ich noch mit weiter. Perfekt. Dann wünsche ich auf jeden Fall viel, viel Spaß hier. Wir werden wahrscheinlich nicht das letzte Mal von dir jetzt hier gesehen haben. Falls ihr Marie auch mal abchecken wollt in der Videobeschreibung unter diesem Video, findet ihr natürlich alle Social Medias von den ganzen Leuten, die immer mit dabei sind. Heute halt Marie. Ansonsten würde ich mich auch freuen, dich dann mal wieder zu sehen hier. Vielleicht, wenn es sich mal wieder ergibt. Ansonsten vielleicht bin ich auch mal bei ihr zu Gast. Habe ich mich jetzt direkt selber eingeladen. Hervorragendes Ding. Und ja, wir trinken jetzt noch unseren Cocktail aus. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr auch die nächsten Folgen von Cocktail mit und alle weiteren Videos nicht verpasst. Ja, ich würde dir jetzt das letzte Wort übergeben. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Ich hoffe, der Cocktail schmeckt dir, auch wenn es ohne Alkohol ist. Ja. Aber so machen das Schwundler. Ja, cool, ja. Ja, dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und schaut unbedingt die anderen Videos an. Ich denke mal, die sind auch super geil geworden. Und dann auf euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.